Der Kohleausstieg bis 2038 macht solche Projekte wie den Bau der Jugendherberge in Markkleeberg möglich. Und so lud die Stadt am Vormittag des 7. März zum offiziellen Baustart. An diesem Tag, auf den die Markkleeberger schon sehnsüchtig gewartet haben, konnte Oberbürgermeister Carsten Schütze zahlreiche Gäste aus dem Stadtrat, der Landkreisverwaltung, dem Jugendherbergsverband, den Bau- und Projektierungsfirmen begrüßen. Der Weg bis zum Baubeginn war lang. Also es ist mal wieder ein besonderer Tag und bei so einem großen Bauvorhaben ist man froh, wenn es endlich losgeht. Also wir haben ja 2020 schon die Fördermittel in Aussicht gestellt bekommen, haben 3,5 Jahre jetzt gebraucht für die theoretisch, mehr oder weniger theoretischen Vorarbeiten wie Planung und Genehmigungsprozess und kann man mal zeigen, wie lange das dauert. Und umso mehr ist man ja froh, dass es heute endlich richtig losgeht auf so einer Baustelle. Man sieht jetzt was und man wird die nächsten Monate verfolgen können, wie das Haus hier wächst. Dafür und natürlich für das Foto stieg der Oberbürgermeister selbst in den Bagger. Landrat Henrik Reichen bestätigte den Markkleebergern einen langen Atem und freute sich darüber, dass sich hier etwas bewegt. Also das sind schöne Termine, zum einen, weil sie eine Entwicklung nach vorn zeigen. Trotz vieler Dinge, die uns Sorgen machen, die uns unsicher erscheinen lassen, gibt es immer auch Dinge, die sich aktiv nach vorn bewegen, wo eine Entwicklung stattfindet. Natürlich braucht man einen langen Atem, das ist ja vor uns beschrieben worden. Der lange Atem bis heute, von der ersten Idee bis zum Spatenstich 3,5 Jahre und nochmal vom heutigen Tag bis zur Inbetriebnahme sicherlich auch nochmal 2,5 Jahre. Das braucht schon seine Zeit. Aber wenn man es nie angeht, dann wird man nie zum Ziel kommen. Und in der Entwicklung, egal an welcher Stelle, ob das im wirtschaftlichen Bereich ist, hier im touristischen Bereich, ist immer hoffnungsvoll und zeigt, dass in der Region viel geht, dass viele Akteure dabei sind, die etwas bewegen wollen. Und die zusammenzubringen und am Ende auch zum Ergebnis zu führen, das ist sehr angenehm und am Ende auch ein erfolgreiches Team. Zum Ergebnis führen sollte auch der gemeinsame Spatenstich. Allerdings nur mit einem Arbeitsgerät. Das aber hat es in sich. Also wir haben im Einsatz heute einen besonderen Spaten, der nur bei Großbauvorhaben der Stadt Markkleeberg zum Einsatz kommt. Und ein Großbauvorhaben gibt es eigentlich in der Regel alle 10 Jahre. Deswegen war der Spaten das erste Mal im Einsatz im Jahr 2005 beim Kanupark. Dann kam er zum Einsatz beim Neubau des Sportbades und heute beim Neubau der Jugendherberge. Das ist ein besonderer Spaten und deswegen gibt es nur einen Spaten, weil der ist einzigartig. Das Projekt Jugendherberge am Markkleeberger See wird ein moderner 170-Betten-Bau. Finanziert mit Fördermitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen in Höhe von rund 15,9 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen. Den Fördermittelbescheid übergab Staatsminister Thomas Schmidt am 19. Oktober des vergangenen Jahres. Neben der Herberge entstehen bis 2026 auch 116 Arbeitsplätze im Umfeld. Den Weg zur Fertigstellung wollen die Markkleeberger öffentlich begleiten. Also, wir haben natürlich vor, dass es dann auch eine Grundsteinlegung, ein Richtfest gibt. Gerade diese handwerklichen Traditionen achten wir immer sehr darauf, dass wir die fortführen. Und dann gibt es natürlich irgendwann auch eine Schlüsselübergabe, die wir hoffen, Anfang 2026 irgendwo über die Bühne zu bringen. Für den Bauverlauf wünschte der Landrat alles Gute. Naja, ich wünsche Ihnen erstmal unfallfreies Bauen, zügiges Fertigwerden und so weiter. Aber dann vor allen Dingen, dass es die Zielgruppe anspricht, nämlich Klassenfahrten in das Neuseenland zu holen, Freizeitfahrten in das Neuseenland zu holen und ein Angebot für diejenigen zu schaffen, die sich eine Übernachtung in dem Hotel vielleicht nicht leisten können, sondern in einer Jugendherberge auch mit einer Familie urlauben zu können und von hier aus auch die Region kennenlernen zu können, die nicht über ein Budget verfügen wie vielleicht andere. Die Jugendherberge entsteht oberhalb des Kanuparks am Markkleeberger See. Es wird die dritte Einrichtung des Jugendherbergsverbandes im Landkreis Leipzig sein. Denn der Verband wird nach Fertigstellung das Objekt dauerhaft pachten und betreiben.